Ich möchte noch vorausschicken, dass wir uns in einer verdammt einsamen Gegend befanden, wo sich sonst kein Weißer hin verirrt. Er schrie: Jetzt will ich auf der Stelle einen Einspänner haben, der uns in die Kaserne fährt. Kaum hatte er das gesagt, als sich neben uns aus der Wand ein Mauerstein löste und auf den Boden fiel. Wir hatten uns noch nicht von unserem Schrecken erholt, da hörten wir Pferdegetrappel und ein Einspänner bog um die Ecke. Weit und breit war kein Kutscher zu sehen. Wir schwangen uns auf den Bock und sofort trabte der Gaul los. Der Einspänner hielt genau vor der Kaserne, ohne dass auch nur einer von uns die Zügel berührt hätte. Der erste Wunsch war in Erfüllung gegangen. Aber so etwas gibt es doch nicht. Wahrscheinlich hattet ihr an dem Tag einen über den Durst getrunken. Leider nicht. Leider nicht. Es war genau so, wie ich es dir erzählte. Und wie ging diese Geschichte aus? Wir kamen auseinander. Jeder in eine andere Garnison. Erst 2 Jahre später traf ich einen der Kameraden wieder. Das war, glaube ich, während des Sepoy-Aufstandes. Die anderen beiden waren inzwischen tot.